Ja. Dann bin ich jetzt liegen geblieben, aber der Mechaniker kann jetzt in einer Stunde kommen. Ist es in Ordnung, wenn ich so lange da stehen bleibe? Oh je, das tut mir natürlich leid für Sie. Aber natürlich, Sie können gleich da drüben auf dem Parkplatz stehen bleiben. Super. Und in der Zwischenzeit können Sie hier das Gelände erkunden. Wenn Sie wollen, können Sie sich ruhig umschauen. Okay. Haben Sie vielleicht Lust auf ein Kaffee? Oh, sehr gern. Na dann, kommen Sie mal mit. Was haben Sie denn so? Wir haben Cappuccino oder Latte Macchiato. Oh ja, Latte würde ich nehmen. Ja, okay. Sehr gern. Kommt noch jemand zur Führung mit? Sie vielleicht? Ach ja, warum nicht? Ja, willkommen. Das hier ist unser Startpunkt. Der Klosterführung, hier dieses Haus, das gehört der Jahresmannschaft. Wir bekommen jedes Jahr viele junge Leute, die hier mithelfen und zusammen in diesem Haus wohnen. Zum Beispiel die zwei da sind ganz neu dazugekommen. Aber wird es nicht langweilig für die jungen Leute in so einer Klostergemeinschaft? Das könnte man denken, aber das ist überhaupt nicht so. Man hat richtig coole Arbeitsbereiche, zum Beispiel in der Küche, in der Pforte, in der Hauswirtschaft, auf dem Bauernhof kann man mitarbeiten. Hier gibt es immer richtig viel zu tun und in der Freizeit starten die jungen Leute auch immer richtig viele Aktivitäten zusammen. Cool. Ja, gehen wir weiter. Mhm. Ja, das hier ist das Kloster auf Zeit. Aha, für Nonnen in Ausbildung oder was? Nein, wir dürfen da leider nicht rein. Das ist für Leute, die mal eine Auszeit brauchen, aus aller Welt kommen die hierher und sind in einem geschützten Bereich hier untergebracht. Das ist schön. Mhm. Mensch, und was ist das hier? Das sieht ja toll aus. Das hier ist unser Atelier. Da sind zwei Künstler drin, die Möllers. Und die Leute aus dem Kloster auf Zeit können sich hier kreativ noch ausleben. Mhm. Und was kann man da so machen? Hier kann man diese Ketten basteln oder was? Ja, zum Beispiel könnte man die Ketten basteln, man kann mit Wolle waschen und so verschiedene Sachen, was halt immer gerade ansteht. Der Schulbauernhof mit einer Menge Ziegen, afrikanischen Eseln, Schweinen, Vögeln, Waschbären natürlich auch, wie man schon am Eingang gesehen hat. Und wie hält sich das? Der Bauernhof ist nur auf Spendenbasis basiert. Also es hat sich ein Spenderkreis etabliert, der diesen Bauernhof über Wasser hält. Mhm. Ist ja kein Nutzbauernhof in dem Sinne. Ach schön. Unser Esel. Und wir wären ja nicht umsonst ein Schulbauernhof, wenn nicht auch hier Kinder mit ihren Eltern herkommen könnten und dann zum Beispiel mal an den Eseln
sich kriegeln könnten oder bürsten könnten. Boah, ist ja cool. Und kann man hier auch übernachten? Ja, das wäre dann der nächste Punkt in unserer Führung. Ich kann Ihnen ja gerne mal eins unserer Gästehäuser zeigen. Ah ja. Also das hier ist der lange Gang mit zwei großen Seminarräumen drin. Mhm. Und kommen denn hier viele Leute her? Ja, also so 20.000 Übernachtungsgäste haben wir im Jahr und dazu nochmal 50.000 Tagesgäste ungefähr. Nicht schlecht. Und was machen die dann hier so? Auch verschiedene Sachen. Man kann ja die zwei Räume mieten, zum Beispiel für Feierlichkeiten. Wir haben noch einen schönen alten Klosterkeller, wo man auch feiern kann. Firmenfeier, Hochzeiten, Geburtstage oder einfach nur hier Seminare abhalten. Ah ja. Mir gerade noch eingefallen ist. Wir haben auch immer mehr Kinder- und Jugendgruppen, Konfirmationsgruppen und es werden auch immer mehr Kinderfreizeiten hier veranstaltet oder Jugendfreizeiten. Zum Beispiel jetzt im Herbst hatten wir eine Kinderfreizeit mit dem Motto Wilder Westen. Also es gibt ja viele Aktionen, die man durchführen kann auf diesem Gelände. Cool. Kirche. Die wurde aber nur zum Teil aufgebaut, also nur vorne der Teil und hier das lange Kirchenschiff wird hier nur simuliert mit den Bäumen und den Bänken. Und wie hält sich hier der Rest, also den Schulbauernhof über Spenden, aber das muss doch wahnsinnig viel Geld kosten, das hier am Laufen zu halten. Ja, das ist eine interessante Frage. Wir sind ein Spendenwerk in der Tat. Und 25% unserer Einnahmen sind Spenden generiert. Also wir sind da sehr drauf angewiesen. Oft denkt man, ja, Klöster sind so trist und langweilig, aber hier ist es ja alles voll im Fluss. Finde ich richtig cool, dass es so weiterlebt. Ja, genau. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung, sagte schon Heraklit. Deshalb verändert sich auch das Kloster immer weiterhin zur Moderne. Ich zeige Ihnen mal unser Herzstück, den Christuspavillon. Das ist ja ein fantastisches Objekt. Und hier mitten in der Pampa, hätte ich ja nicht gedacht. Ja, das ist unser Christuspavillon. Der stand auf der Expo 2000 in Hannover, ist dann 2001 hierher zu uns nach Wolkenroda gekommen und nächstes Jahr feiert er das 20-jährige Jubiläum hier in Wolkenroda. Boah. Sollen wir mal reingehen? Oh ja, sehr gern. Ja, dann. Mensch, Natur und Technik war damals das Motto. Und jedes der Fenster steht miteinander in Verbindung. Ah ja. Wir können ja mal schätzen, wie viele Mondkapseln zum Beispiel hier in allen so einem Fenster drin sind. Keine Ahnung, vielleicht 500? Weit gefehlt. Es sind ca. 1000 Stück. Persönlich von mir aus gezählt, denn eins der Projekte hier in diesem Riesenobjekt ist, die Fensterinhalte auszutauschen und neu zu machen, weil es drin etwas modert. Und dafür brauchen wir immer wirklich viele Spenden, auf die wir auch angewiesen sind. Und wir sind froh über jeden Unterstützer. Gebet statt und mittwochs wird es immer live gestreamt auf YouTube. Boah, krass. Als ob das Kloster einfach Internet hat. Ja, und an manchen Stellen sogar richtig Gutes. Aber neben den Accounts auf YouTube haben wir Instagram und Facebook und unsere Webseite, die ist ganz neu. Und hier im Gottesdienst kann man sogar per PayPal spenden, wenn man möchte. Boah, krass. Kannst du dir das Mittagsgebet mit eingucken? Ach ja, wenn ich schon mal hier bin. Gut, dann noch einen schönen Tag. Man sieht sich irgendwann nochmal. Danke für die Führung. Bitte. Wir rufen zu dir.
schon wieder. Ah, Mensch. Ach, Bruder, reg dich nicht auf. Das passiert doch mal. Aber den ganzen Tag läuft das schon so. Erst fährt mich dieses blöde Auto an und dann fällt mir zum tausendsten Mal dieses Jahr der Spendenkorb runter. Ich meine, was ist es überhaupt, dass die Leute nicht mehr zu Fuß gehen können? Benutzt ein Pferd oder irgendwas? Ach, Bruder, wir leben doch im 21. Jahrhundert. Schau mal, wir bauen doch jetzt auch unsere Elektroladesäule, damit die ganzen modernen Menschen uns besuchen kommen können. Und außerdem müsstest du doch gar nicht hier stehen. Den Korb kannst du weglassen. Wir haben doch jetzt unsere Spendensäule. Da können die Leute einfach ohne Bargeld bezahlen. Ach, der ganz neue Kram, der ist überhaupt nichts für mich. Ich bevorzuge das gute Alte. Wie du meinst.